Bruchhausen-Vilsen. Eigentlich geht es in dem 9000 Einwohnerörtchen ganz gemütlich zu. Fast so, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Knapp 100 Meter weiter ist hier die Heimat einer neuen Sportart, Aroa, entwickelt von einem Deutschen, Bernd Jagst. Der war lange Zeit in Neuseeland und hat da bei den Maori diesen Hakka-Kriegstanz mitbekommen und fand ihn halt einfach toll und wollte daraus was machen, hat dann zusammen mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten dann dieses Aroa entwickelt. Simone Lenk hat den Sport vor 5 Jahren nach Bruchhausen-Vilsen gebracht und damit auch ein gewisses internationales Flair. Der Tanz verbindet Einflüsse aus vielen verschiedenen Kulturen. Daraus entsteht ein ganz eigener Mix. Aroa zeichnet im Grunde die Musik aus, auch dieses Anspannen, Entspannen. Man kann auch, wenn man weiß, was kommt, wirklich sich so fallen lassen und so reingehen in die Musik. Der Ursprung liegt beim Hakka, ein Kriegstanz der Maori aus Neuseeland. Bei den Olympischen Spielen in Tokio machen es die Rugbyfrauen vor. Mit diesem Hakka sollen die Gegnerinnen eingeschüchtert werden. Und auch in Bruchhausen-Vilsen entdecken die Frauen die Kriegerin in sich. Man kann dann auch wirklich mal so ganz, was man auch alles mal verarbeitet hat, vielleicht vorher irgendwelches blödes Zeugs, was man erlebt hat, das kann man dann mal richtig rauslassen. Ja, genau. Man sagt ja auch, wenn einer Probleme hat, man soll es ausschreien. Und das wird uns hier halt geboten, ne? Wir können auch nicht ausschreien. Simone Lenk hat Begeisterung für die neue Sportart entfacht. Jeden Donnerstag treffen sie sich hier auf dem Sportplatz hinterm Schulzentrum. Auch wenn zu Beginn viele verunsichert waren. Am Anfang ist dann schon so erstmal so, Gott, ich muss da jetzt machen. Na, oder wenn ich auch so beim Schild so, ihr seid Krieger, so, dann kommt dann erstmal das große Lachen, ne? Wenn ich sage, seid wild. Aber irgendwann kommt das dann. Ne? Die trauen sich dann und dann finden die es auch toll, dieses Rauslassen. Nach einer Stunde Aroa-Training ist Schluss. Und es kehrt wieder die gewohnte Ruhe ein bei den 9000 Einwohnern in Bruchhausen-Vilsen.